Ich komme nicht drauf klar. Der Spiegel ist hier mit dran. Das ist für Schmuck. Und ich habe verschiedene Fächer hier bestellt. Wir haben einfach so günstig Pampasgras bestellt. Der ist sogar stretchy und dehnt sich. Und ich finde, angezogen sehen die Kleider wirklich richtig schön aus. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder ein Haul, abgesehen von Drogerieholz. Aber ich glaube, so Drogerieholz kommt natürlich jeden Monat. Aber ich glaube, das ist der erste Haul dieses Jahr, oder? Wir haben ein paar Sachen bestellt. Eigentlich hat es damit angefangen, dass wir fürs Büro neue Dekosachen bestellt haben, die ich euch hier direkt mal zeigen kann. Wir haben ja voll lange nach Büro-Dekosachen gesucht, die uns gefallen, haben irgendwie nichts gefunden. Und dann hatten wir Werbung von Temu gesehen und haben diese Bücher hier gesehen, die keine Bücher sind. Also deswegen ist es auch super günstig gewesen. Generell fanden wir es krass, weil wir haben auch einige Teile bei Temu gekauft, die wir teurer woanders gesehen haben und die sahen 1:1 gleich aus. Deswegen wollten wir das einfach mal ausprobieren, weil wir tatsächlich vorher noch nie bei Temu bestellt haben und das unsere erste Temu-Bestellung ist. Und das sind halt diese beiden Bücher, die man einfach hinlegen kann und die halt nicht gefüllt sind. Das sind wirklich nur Dekobücher, die halt so für Deko liegen. Lieben wir persönlich, ist Geschmackssache. Wir haben sowas ja hier in der Wohnung verteilt, aber mit echten Büchern, die natürlich teurer waren. Und die hat man einfach zusammengebaut. Also super schön. Ich versuche euch mal alle Sachen hier in der Infobox zu verlinken. Aber das wird dann hier tatsächlich so ein kleiner Temu-Haul, weil wir daraufhin, wo wir halt hier ein paar Sachen fürs Büro bestellt hatten und sehr begeistert waren, noch ein bisschen was auch für die Küche. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Klamotten, eine Decke und so halt wirklich alles Mögliche bestellt. Auch Make-up-Organizer zeige ich euch jetzt einfach mal in diesem Video. Hier übrigens auch richtig cool, die haben wir direkt zweimal bestellt. Also erstmal, um das zu testen und dann fanden wir die so gut, dann haben wir uns die noch ein zweites Mal bestellt fürs Klavier. Die hier haben wir uns eigentlich fürs Büro unten gedacht, weil sie sehr schön auf das Klavier passt. Sie ist halt sticht, die gab es in unterschiedlichen Farben. Also da könnt ihr gerne mal nachschauen, falls ihr eine andere Farbe bevorzugt. Wir haben halt zweimal Gold bestellt und die ist ohne Kabel. Und das ist halt das Gute, weil man die nirgendwo anschließen braucht, sondern man kann sie einfach mit dem Akku hier unten aufladen und anstecken und hält bis jetzt auch sehr lange, also wir mussten kein einziges Mal mehr aufladen. Aber man kann hier auch das Licht einstellen, auch dimm und heller stellen. Es gibt ein kühles Licht und es gibt aber auch ein warmes Licht. Wir lieben das warme Licht, also wir finden das ein bisschen schön. Es gibt aber auch beides, also warm und kalt gemischt. Und wenn ihr das hier gedrückt haltet, dann dimmt sich das Ganze. Also es geht hier so langsam ein bisschen runter von der Intensität und kann man halt auch wieder hochstellen, je nachdem, wie man das halt möchte. Auch super praktisch für uns fürs Klavier, wenn wir abends Klavier spielen, um die Noten besser sehen zu können. Aber da waren wir beide sehr begeistert von. Es ist übrigens so, dass wenn man sich die Temu-App downloadet, bekommt man ein 100 € Startgutschein quasi. Also 100 € geschenkt, wenn das nicht direkt funktioniert. Also ich kann euch den Link hier gerne mal unten reinpacken. Und dann sollte euch das eigentlich auch direkt angezeigt werden auf der Temu-App. Aber falls es nicht funktioniert, gibt es so einen Code, der so ein bisschen tricky ist mit ein paar Buchstaben. Also es ist jetzt kein personalisierter Code. Aber den kann ich auch nochmal hinschreiben. Den könnt ihr sonst ins Suchfeld oder so schreiben. Und dann sollten euch die 100 € auch angezeigt werden. Also das ist nochmal ganz cool, um da nochmal zusätzlich zu sparen. Wobei Temu ja jetzt echt nicht teuer ist. Bei uns waren zum Beispiel auch super viele Sachen bis zu 90% reduziert. Das sind sie aktuell immer noch. Also da habe ich gestern Abend noch mal extra nachgeguckt, bevor ich das Video drehe. Also man kann da auf jeden Fall echt ein paar Schnäppchen ergattern. Und vor allem hat man kostenlosen Versand bei Temu. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also ich dachte, man zahlt immer ordentlich Versand obendrauf. Aber nein, der Versand ist wirklich kostenlos. Und auch sogar der Rückversand. 90 Tage hat man halt, aber ich glaube, in 90 Tagen sollte man sich entschieden haben, ob man die Sachen behält. Und wie gesagt, man kann sonst auch kostenlos die Sachen wieder zurückschicken, falls sie einem nicht gefallen sollten. Das hier hatten wir uns auch noch geholt. Und Leute, wir haben einfach so günstig Pampasgras bestellt. Und da dachten wir, das wird ein Flop. Also da haben wir echt nicht viel erwartet. Und guckt mal bitte, wie schön es aussieht. Also zwei Packungen haben wir uns jetzt direkt bestellt, weil wir das so schön fanden. Und dazu halt noch diese Vase. Die gab es halt einzeln in groß und klein. Das hier ist jetzt die große Version. Und die steht jetzt auch als Deko unten mit in unserem Büro. Kleiner Tipp, sprüht euer Pampasgras mit Haarspray ein, weil dann fusselt das halt nicht mehr so. Sonst kann es sein, wenn ihr lüftet, dass da ein bisschen Pampasgras durch die Gegend fliegt bei jedem Pampasgras. Also Haarspray ist da echt immer so ein kleiner Tipp, aber das kennen wahrscheinlich schon die meisten. Dann haben wir uns hier noch so eine kleine Vase geholt. Da kann man Eukalyptus zum Beispiel reinpacken. So ganz kleine Eukalyptuszweige ist auch sehr schön und schlicht. Das kommt auch nochmal zusätzlich ins Büro. Da brauchen wir jetzt nur noch die Eukalyptuszweige für. Für meinen Schminktisch habe ich mir so kleine Halterungen hier bestellt, wo ich Q-Tips einmal reinpacken kann oder auch Wattepads. Ich schminke mich meistens im Badezimmer ab und da haben wir eigentlich auch sowas, aber jeder, der einen Schminktisch hat, weiß, glaube ich, wie praktisch sowas auch sein kann beim Schminken oder wenn man sich mal verschminkt und irgendwie etwas korrigieren muss. Deswegen so ganz mini fand ich halt auch richtig cool und das hier hat sogar noch so einen kleinen Holzdeckel. Phil hatte sich hier noch für unsere Heißluftfritteuse, ich muss sagen, er ist da tatsächlich der Pro drin, also er macht ganz viel mit der Heißluftfritteuse und er hatte sich hier noch so kleine Backpapier
vorgeschnitten geholt. Die passen halt perfekt in die Heißluftfritteuse. Das ist halt sehr cool, weil man sie dann nicht immer direkt sauber machen muss. Weil ansonsten muss man die Heißluftfritteuse natürlich immer sauber machen. Ist so ein ganzer Packen. Haben wir auch schon benutzt. Also ist echt richtig cool und praktisch. Und das hier ist super gut, wenn man irgendwie Content für zu Hause braucht, beziehungsweise Videos macht. Das ist sehr praktisch. Das kannte ich vorher tatsächlich nicht. Hier packt man das Handy quasi oben rein und dann folgt ein dieses Stativ 360 Grad und geht einen quasi immer hinterher. Also hier ist eine automatische Gesichtserkennung mit bei. Wenn ich jetzt zum Beispiel Videos hier alleine drehe, ist es echt immer schwer, vor allem Friseurenvideos, das so einzustellen, dass ich im Bild bin, wenn ich mich halt selber zum Beispiel nicht sehe oder wenn ich mich mal bewege, was natürlich normal ist, wenn man mal Videos dreht, außer hier jetzt bei YouTube, da sitze ich hier fast auf meinem Platz. Aber das geht automatisch, also es fährt die ganze Zeit mit, egal wohin man sich bewegt, es dreht sich halt mit, so dass man immer im Bild ist. Also das ist richtig, richtig cool und ich finde dafür auch nicht teuer. Das haben wir auch schon ein paar Mal jetzt genutzt. Ist wirklich sehr praktisch, auch wenn man halt so Videos macht, wie man vielleicht den Kleiderschrank einräumt oder so. Perfekt. Dann, das hatte ich auch und teuer bei Amazon gesehen, ich habe es mir auch schon fast bestellt und bin sehr froh, dass ich es mir nicht bestellt habe. Ich hatte mir erstmal einen Teil bei Temu bestellt, um zu testen. Ich muss sagen, es ist kein einziges Teil dabei, wo ich sagen würde, das ist ein Fehlkauf gewesen. Also das ist ein Flop und das können wir nicht gebrauchen, sondern wirklich alles, was wir hier haben, ist gut. Also wirklich eine gute Qualität. Das ist für Schmuck und ich habe verschiedene Fächer hier bestellt. In Beige gab es, glaube ich, auch noch in Grau, wenn mich nicht alles täuscht. Und wie gesagt, genau das Gleiche gab es auch für teurer, was ich mir fast bestellt hatte. Und das werde ich. Ich werde meinen Schminktisch so ein bisschen umorganisieren. Da werde ich euch auf dem Vlog-Kanal da mitnehmen. Und das wollte ich in die Schublade packen vom Schminktisch. Das passt da perfekt rein in meinen IKEA-Schminktisch. Und dann hängt der Schmuck halt, also einen kleinen Teil werde ich auch draußen hängen lassen. Aber das meiste wird dann hier drin organisiert sein. Finde ich tatsächlich praktischer als ein Schmuckkoffer. Und ja, also wie gesagt, werde ich auf dem Vlog-Kanal nochmal zusammen mit euch dann einräumen. Hier auch noch etwas für die Küche, was wir bestellt haben. Das haben wir noch nicht komplett ausgepackt. Das wollte ich jetzt nach dem Video einmal machen. Aber wie schön ist das? Das könnte man theoretisch auch auf unsere Kommode hier stellen, neben dem Esstisch. Und da könnte man dann auch Nüsse reinpacken, zum Beispiel Süßigkeiten, vielleicht aber auch Zucker, was auch immer man gerade in der Küche halt hat, ne? Bonbons. Aber das sieht sehr schön aus. Also das ist hier jetzt Plastik, das ist jetzt kein Glas. Finde ich aber, um ehrlich zu sein, auch besser, weil Glas geht bei unserer Tollpatschigkeit schneller kaputt. Und es ist wirklich sehr schön. Davon sind wir auch positiv überrascht. Das ist für Salz und Pfeffer. Wir wollen jetzt nämlich einmal Salz und Pfeffer rüberholen auf unseren Esstisch und das dann in die Küche stellen. Das passt halt sehr gut von dem schwarzen Matt. Und das ist auch alles automatisch. Das heißt, man hat hier hinten den Knopf und dann kommt Salz und Pfeffer direkt immer raus. Ist auch sehr praktisch beim Kochen, dachten wir. Deswegen nehmen wir das mit in die Küche, weil das einfach sehr flott geht. Also ist halt sehr schnell zu bedienen mit dem Knopf. Das hatte Phil uns hier tatsächlich noch bestellt. Das sind Eiswürfel. Und er weiß, dass ich Rosen liebe. Das sind halt zwei verschiedene Formen. Einmal mit Rosen, das heißt, man kann hier einfach das Wasser dann reinfüllen und das dann so verschlossen in das Tiefkühlfach legen. Und dann kommen halt diese Formen hier raus. Einmal Rose und einmal Diamant. Hat halt auf jeden Fall so eine Diamantenform. Finde ich richtig schön. Also vor allem, weil ich Rosen liebe, ist das halt wirklich so ein Highlight. Und man könnte da ja bei den Rosen zum Beispiel auch so ein bisschen Himbeersirup oder so reinmachen. Einfach damit es diese Rosenfarbe bekommt. Also das ist auch nochmal eine gute Idee. Die beiden Vasen waren im Doppelpack. Die haben wir auch nochmal bestellt. Die kann man so ineinander stellen. Passt halt sehr gut hier bei uns rein mit dem Beige. Also es sieht genau wie unsere ganze Deko aus, wenn ich hier um mich rumschaue. Und hier kann man dann zum Beispiel auch Eukalyptus mit reinpacken. Kann man sich natürlich auch einzeln hinstellen, wenn man möchte. Aber wir fanden das halt ganz cool, dass die so ineinander stehen. Und das dann halt besonders aussieht. Das ist so ganz normal, wie man es auch bei H&M oder so bekommt vom Material. Also fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Ist auch sehr schön. Zum Beispiel auch mit Pampasgras könnte man sowas gut ineinander stellen. Dann nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Wir haben uns endlich eine Kofferwaage bestellt. Wir haben wirklich schon die letzten Male, wenn wir mal verreist sind, wir verreisen ja jetzt nicht super oft, aber einmal im Jahr ungefähr. Und da haben wir jedes Mal gesagt, wir brauchen eine Kofferwaage und die haben wir uns jetzt bestellt. Also das ist echt ganz cool. Die geht hier bis 75 Kilogramm und mehr sollte ein Koffer ja eigentlich nicht wiegen. Also der wiegt ja meistens zwischen 15 und 30 Kilogramm maximal, würde ich sagen. Das hier habe ich mir nochmal nachbestellt. Das habe ich ja schon und das ist sehr praktisch für mich, wenn ich Videos mit dem Handy mache. LED Video Light. Das packe ich hier mal noch kurz aus. Das habe ich nämlich bis jetzt noch
verschlossen gelassen. Und dann hat man hier nämlich einmal das Licht. Das kann man auch einstellen, je nach Wärme und Kälte. Und dann kann man sich das hier einfach auf das Handy stecken und hat dann halt so ein Licht, wenn man sich selber filmt. Das ist halt ganz praktisch, weil es immer sehr grau zuletzt wieder in Hamburg ist. Und da fehlt einfach tatsächlich so ein bisschen Licht, weil das halt alles immer sehr trist aussieht, wenn ich mich sonst mit dem Handy filme. Dann das hier haben wir tatsächlich auch schon mal für teurer geholt. Das gab es da jetzt auch bei Temu. Sehr günstig und sieht genauso aus. Also wir haben die teure Variante, wie gesagt, hier bei uns zu Hause. Das ist richtig praktisch, weil ihr könnt es auch mit in den Urlaub natürlich so nehmen. Wir hängen uns das eigentlich immer so in den Schrank unten bei uns, wo auch die Schuhe und so drin sind. Und hier könnt ihr euch eure ganzen Sonnenbrillen reinpacken. Gibt es auch mit mehreren Fächern. Wir haben das jetzt hier für 3 geholt. Wie gesagt, wir haben das schon mal in größer und das ist genau die gleiche Verarbeitung. Ist halt sehr praktisch. Also ist super platzsparend, wenn man das auch so theoretisch im Schrank lässt, weil die Sonnenbrillen halt genau so einsortiert sind, dass sie sicher liegen, aber keinen großen Platz wegnehmen. Und es ist aber auch sehr praktisch im Urlaub, um das dann so auszubreiten, aufzuhängen, weil ich finde, sonst liegen Sonnenbrillen ja meistens irgendwie so auf dem Tisch verstreut im Urlaub. Und das ist echt eine richtig schöne Erfindung. Das hier ist jetzt ganz frisch angekommen. Das habe ich nämlich auch noch nicht ausgepackt. Das ist eine Aluminiumpfanne mit einem Holzgriff. Und das ist echt praktisch, um Spiegelei zu braten, weil man hier die einzelnen Fächer geformt hat. Also kann man dann halt schön einrichten oder wenn man das zum Beispiel für ein Brot macht oder so. Zum Beispiel Avocado-Brot mit Spiegelei und so ist es dann alles perfekt getrennt. Auch für Pfannkuchen, Pancakes ist echt nicht schlecht. Und das habe ich für mich bestellt. Das fand ich richtig cool. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Pinselwaschen zum Beispiel richtig nervig. Ich hasse es, meine Pinsel zu waschen. Und das hier ist extra so ein Gerät, wo man die Pinsel hier oben reinpacken kann. Dann ist hier Maximum eingezeichnet. Das heißt, man kann dann hier Pinselreiniger. Ich persönlich nehme einfach Wasser mit Shampoo. Muss jeder für sich entscheiden. Ich finde das einfach super praktisch und ich komme seit Jahren gut damit zurecht. Und dann kann man hier auf Start drücken und dann werden die Pinsel einfach automatisch gewaschen. Also hier wird dann so eine Schleuderung quasi erzeugt, damit die Pinsel dann auch gut gewaschen werden. Und sehr praktisch. Also das ist wirklich eine Erfindung, die ich sehr gut gebrauchen kann. So, jetzt seid ihr bestimmt auch sehr gespannt auf die Klamotten, die ich bestellt habe. Und die waren wirklich nicht teuer. Also als die angekommen sind, haben Phil und ich die uns genau angeguckt, weil wir auch sehr gespannt waren, was da ankommen wird. Das ist krass, weil der Stoff ist super weich. Ich wusste nicht, welche Größe ich bestelle, ne? Weil manchmal bestellt man sich dann eine, keine Ahnung, M und dann kommt eine XS gefühlt an. Ich habe eine L und eine M bestellt. Das grüne Kleid ist in L, das andere Kleid ist in M. Ich muss sagen, ich hätte mir ganz normale Größen bestellen können. Also ich hätte mir eine S oder eine M bestellen können. Es hätte genau gepasst. Aber der Stoff ist ultra weich. Der ist sogar stretchy und dehnt sich. Und ich finde, angezogen sehen die Kleider wirklich richtig schön aus. Der Stoff ist aber anders, als man ihn jetzt zum Beispiel bei H&M oder so bekommt. Ich finde, er ist schon dünner. Wie gesagt, er ist enorm weich. Sowas kennt man eigentlich auch nicht aus Deutschland, finde ich. Also das ist so eine ganz andere Weiche vom Stoff. Aber er ist auch sehr dünn. Das muss man dazu sagen. Nicht transparent, also man kann nicht durchgucken bei dem Kleid. Das ist ganz gut. Aber trotzdem ist er halt sehr dünn. Also es ist jetzt kein Winterstoff oder so, sondern ich würde wirklich eher sagen, so ein Frühling, Sommer, Herbststoff. Je nachdem, wenn man was drunter zieht, kann man das natürlich auch im Winter anziehen. Aber ich finde, die Kleider sind ja immer recht eng. Und wenn man da was drunter zieht, würde man das auch sehen. Aber ja, also auf jeden Fall nicht schlecht. Ich finde die super schön, die Kleider. Zu dem grünen Kleid habe ich mir hier auch so eine Cap bestellt. Und die habe ich schon öfter mal irgendwo auch auf Instagram gesehen. Ich fand die immer sehr schön mit diesem Beige und diesem Grün. Liebe ich von den Farben her. Und hier steht halt Brooklyn, New York drauf. Finde ich auch sehr schön vom Druck. Und es sitzt auch sehr gut. Für den Kopf perfekt geformt. Ist eine wirklich richtig tolle Cap. Und hier auch noch so eine Jacke, die so ein bisschen größer ist. Ich muss mal gucken. Ich habe die mir in einer M bestellt. Also fällt auch wieder ganz normal aus. Da hätte ich mir auch eine S bestellen können. Sitzt so ein bisschen weiter. Ist halt sehr schön als Übergangsjacke, so für den Frühling und für den Herbst. Ich finde das Braun auch sehr schön. Es ist jetzt kein richtig dicker Stoff. Es ist eher wieder so ein dünnerer Stoff, der aber schon dick ist. Nur es ist jetzt nicht dieser Jackenstoff. Also er ist halt ganz normal, wie zum Beispiel jetzt, finde ich, auch ein H&M-Stoff wäre. Auch wieder sehr angenehm und weich. Finde ich, sitzt auch gut. Würde ich persönlich offen tragen. Kann man auch sehr gut dann zu einer Leggings stylen. Auch mit einem Cap finde ich das sehr schön. Aber ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr positiv überrascht gewesen von der Jacke. So, ich habe etwas für meine Mama mitbestellt. Sie findet diese Ordnung in der Küche immer ganz toll. Ich muss sagen, ich fülle auch kein Mehl oder so um. Bei mir bleibt das in der Mehltüte. Aber sie findet es halt ganz toll, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, keine Ahnung, Reis, Couscous, Nudeln, Erbsen, das so in einzelne Fächer zu füllen. Dann kann man hier raufdrücken auf so einen Knopf
Und dann kommt halt, solange man drauf drückt, je nachdem, wo man halt drauf drückt, ob auf Erbsen, auf Bohnen, ne, wo auch immer, kommt es dann hier unten raus. Ist schon sehr praktisch. Also wer das mag und diese Organizer in der Küche liebt, ich glaube, das ist echt schon ganz cool. Vor allem spart das ja eigentlich auch Platz, weil wenn man das in den Tüten lässt. Und es sieht auch sehr schön aus. Also wenn das so richtig gefüllt ist, glaube ich, sieht das schon richtig schön aus. Dann habe ich für den Urlaub hier auch noch solche Organizer bestellt zum Reisen. Hier ist sogar so ein Spiegel mit drin. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Oh mein Gott, Leute. Ich komme nicht drauf klar. Der Spiegel ist hier mit dran. Und der ist sogar beleuchtet mit warmem und mit kaltem Licht. Das ist ja richtig geil. Also das ist richtig cool. Kann man hier dann auch aufladen, wieder mit USB. Hier ist auch das Kabel mit bei. Und guck mal, das sind solche Fächer, was ich immer sehr praktisch finde. Hier kann man dann die ganzen Make-up-Produkte einsortieren. Also Puder, Lidschatten, Pinsel, was auch immer. Denn hier ist sogar noch so ein Pinselaufbewahrer mit bei, wo dann die einzelnen Pinsel einsortiert werden können. Und das Ganze wird dann hier auch noch geschützt, damit die nicht dreckig werden. Und das liegt dann hier quasi einfach so oben mit drauf. Dann kann man das Ganze zumachen und es ist halt verpackt. Also das ist echt richtig cool. Und das hier habe ich nur bestellt, weil ich das auch schon mal bei anderen Influencern gesehen habe und ich das so cool irgendwie fand. Das ist ein Make-up-Organizer, der kann dann auch wieder auf den Schminktisch. Hier oben kann man halt größere Produkte wie auch Cremes oder Sprays, ne, was auch immer reinstellen. Hier gibt es dann Schubladen, wo man dann lose Produkte reinpacken kann, wie Blush oder Bronzer, Lidschatten, was auch immer. Hier gibt es dann theoretisch aber auch noch so kleine Fächer, wo man so kleinere Produkte reinpacken kann. Es ist mega cool aufgebaut. Also das ist richtig cool gemacht. Gab es auch wieder in unterschiedlichen Farben. Ich habe hier jetzt sowas Schlichtes genommen, weil ich das persönlich am schönsten fand. Aber hier gibt es noch die Fächer und hier gibt es nochmal für Lippenstifte so ein aufklappbares Ding. Ist das cool oder cool? Ich packe euch, wie gesagt, die ganzen Links nochmal in die Infobox und suche euch die einzelnen Sachen da raus. Auch den Link zur Temu-App bzw. den Code, den ihr sonst eingeben könnt. Aber eigentlich, wenn ihr auf den Link klickt, solltet ihr automatisch dann